Moin Leute, mein Name ist Toni. Herzlich willkommen im Toniversum 1.0. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem vierten Teil meiner Videoreihe aus Spanien, aus Beneficio, einem Ort für Aussteiger. Es folgt ein interessantes Interview mit Roman und meinen Abgang aus Beneficio. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß! Ja, neuer Tag. Ich brauche wieder neues Wasser. Super schön die Quelle hier. Ich mache nochmal einen Rundumblick kurz. Von der anderen Seite. Hier pumpen sie sich auch mal Wasser ab über die Leitungen da vorne. Wieder sehr schön ruhig hier. Ihr fragt euch sicherlich, was mit Mamita ist. Warum die gar nicht mehr hier ist. Ja, sie ist mir schon seit ungefähr einer Woche, läuft sie mir hinterher. Und ich habe sie auch schon einmal zur Hüterin zurückgebracht. Denn der Besitzer von dem Hund ist irgendwie schon seit einiger Zeit weg und kommt irgendwie in ein, zwei Wochen wieder. Und sie soll auf den Hund aufpassen, auf Mamita aufpassen. Bloß sie ist nicht so umgänglich mit Hunden. Und dementsprechend ist Mamita von ihr weg. Beim ersten Mal, als ich sie zurückgebracht habe, hat sie sich bedankt, hat sie angeleint. Halbe Stunde später war sie wieder bei mir auf dem Platz, hat die Leine durchgebissen. Dann war ich mal unten am Parking, hat sie den zweiten Mal quasi angeleint, abgefangen quasi mit Mieter, hat sie auch wieder bei mir bedankt. Und ja, nachts kam dann mal Mieter, mitten in der Nacht, hat auch eine dickere Leine losgebissen. Jetzt bin ich gerade auch unten am Parking vorbei, also nicht direkt zum Parking, sondern nur runter und dann den Weg hoch. Kommt sie gerade aus der Bibliothek raus. Da mache ich nachher auch nochmal ein Foto vielleicht. Und ja, hat Mamita gleich wieder mitgenommen. Ich meine, das ist ja auch klar, sie passt auf Mamita auf. Und kriegt natürlich auch Ärger, wenn Mamita, also die haben einen anderen Namen irgendwie, ich glaube Perry oder Perro. Ja, ich habe es halt Mamita jetzt getauft. Und jetzt ist sie wieder unten bei der Hüterin, die nicht so gut mit den Hunden umgeht. Finde ich ein bisschen traurig, aber so ist das halt hier mit den Hunden. Ja, aber ich kann euch eins sagen, ich denke, heute Nacht wird sie wieder zu mir hochkommen, damit ich mich nochmal ordentlich von ihr verabschieden kann, weil ich ja morgen wieder Richtung Deutschland fahre, Richtung Heimat. Ja, immer schön hier unten abnehmen, damit das Wasser oben sauber bleibt, sonst wird das trüb, wenn man sich das Wasser oben rausnimmt und der Nachfolger hat dann trübes Wasser in der Flasche. Super klares Wasser, schön kalt, auch gekühlt. Super schön. Ich werde gleich noch mal zum Wasserfall gehen, da oben eine tägliche Dusche nehmen und da oben noch eine Runde meditieren und mich auch langsam von diesen schönen Plätzen hier verabschieden. Ich fühle mich hier wie im Paradies. Anscheinend ist es für viele Menschen auch wie ein Paradies. Ich werde auf jeden Fall ja, wieder zurückkommen. Und ich freue mich noch auf das Interview heute Abend mit meinen Jungs da oben, die ich kennengelernt habe. Mit Roman und dem anderen Roman. Und Sebastian habt ihr auch schon kennengelernt jetzt. Der Angler. Ja, so ist das.
sehr schöner Sonnenuntergang. Super nice. Gestern hat es auch nicht geklappt. Ein Tag später. Die Sonne geht unter. Geile Location. Ich habe ein paar Pics gemacht. Kommt danach als Impression rein. Jetzt bin ich endlich bei dir. Bei Roman. Und Roman und noch anderen netten Jungs hier so chillen. Ich mag diese Location. Ich war echt oft hier. Morgens Kaffee getrunken. Abends mit den Jungs gechillt. Viel philosophiert, viel geredet. Ich habe die alle gut kennengelernt hier. Sikti, Sikti. Sikti. Alle gut kennengelernt. Super Jungs. Ja. Wie geht's dir? Erzähl mal. Wie war dein Tag heute? Hui. Hui. Warm war es heute. Warm. Hui. Richtig warm heute. Ja. Ja, gut läuft's. Gut läuft's. Bisschen ja. Recycelt. Ja. Recycelt. Das ist auch so ein Thema hier in Benficio. Hier wird alles Mögliche recycelt. Wenn jemand geht, verschenkt er die Sachen. Oder man fragt, man bekommt Sachen. Das mit dem Recycling ist auch gut. Man fährt in die Stadt runter. Vom Markt kann man sich Sachen mitnehmen, wenn man höflich fragt. Das habe ich schon so mitbekommen. Richtig nice. Was sind eigentlich so deine Beweggründe, dass du jetzt hierher gekommen bist nach Benificio? Und wie lange bist du schon hier? Also, hergekommen bin ich zum ersten Mal 2016. 2016? Aber das war ungeplant. Also ich bin eigentlich von Ludwigshafen damals weg und wollte eigentlich so eine Survival-Reise machen und habe mich da auch voll drauf vorbereitet und bin dann irgendwann auch in Barcelona angekommen und am Strand hat mir dann irgendeiner erzählt, ja, wenn ich weiter in den Süden runtergehe, da finde ich dann irgend so eine Kommune, bla 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 bla. Und da habe ich mich ein bisschen erkundigt und dann bin ich hierher gekommen damals und bin da ein halbes Jahr kleben geblieben. Ja, ansonsten habe ich 2,5 Jahre dann gebraucht, bis ich von Deutschland aus wieder mal hierher gekommen bin. Habe dann extra meinen Führerschein letztes Jahr gemacht und dann dieses Jahr alles gekündigt, nachdem ich gesehen habe, dass es auch mit der Musik alles klappt und dann bin ich losgedüst. Mit der Musik alles klappt? Was meinst du genau damit? Ja, ich muss mein Leben ja hier auch irgendwie ein bisschen finanzieren. Ja. Ich meine, jeder macht es auf unterschiedlichem Weg. Ich habe das Glück, dass ich seit Jahren als Produzent tätig bin und das auch überall machen kann. Das heißt, ich komponiere Musik im Bereich Hip-Hop und R&B und sonstige Sachen und kann die Sachen dann verkaufen. Und damit lässt sich eigentlich ganz gut leben. Ja, das sind ja beste Voraussetzungen, ne? Quasi, du bist hier, kannst chillen, machst deine Beats und verkaufst sie online. Genau. Super nice. Du hast wahrscheinlich auch einen YouTube-Kanal. Natürlich. Natürlich. Auch jetzt nochmal bitte an dich. Der Name deines Kanals ist? Emote Beats. Emote Beats. Ja, da steht da irgendwas dahinter, aber Emote Beats reicht eigentlich vollkommen aus zum Suchen. Dann findet man mehr als genug. Wird auf jeden Fall nochmal verlinkt für die Leute, die es nicht finden. Ja. Ja, mega nice. Also das heißt, du hast ja auch schon einige Leute kennengelernt, die auch durch die Gegend struggeln oder schon länger hier sind. So, wo kommen die Leute her? Aus welchen Ländern teilweise überwiegend? Und was glaubst du, was deren Beweggründe sind, hierher zu kommen? Boah, also hier kommen ja wirklich Menschen aus aller Welt. Aus aller Welt, ja. Beweggründe sind echt unterschiedlich. Unterschiedlich, ne? Unterschiedlich, ja. Manche, klar, manche sind auf der Flucht vor dem Gesetz, manche suchen irgendwo ein bisschen den Nervenkitzel, manche suchen einfach nur die Freiheit ein bisschen. Benificio ist halt ein sehr bekannter Ort inzwischen geworden und da kommen viele Menschen einfach schon bei der Google-Suche da ziemlich schnell drauf und demnach landen auch sehr, sehr viele Leute hier. Für mich ist jetzt nicht der Ort der Ewigkeit, aber von hier aus lässt sich gut arbeiten und dann die Welt sehen. Das hört sich richtig gut an. Da kann ich echt ein bisschen neidisch werden, das hört sich echt verdammt gut an. Passt soweit alles bei dir. Ich meine, es ist eine Open Society, hier ist quasi eine Kommune, wo jeder herkommen darf, quasi.
und sich auch niederlassen kann für kurze Zeit, für längere Zeit. Es gibt im Umkreis ein paar Kommunen, die sind ein bisschen anders teilweise. Es hat ein privatisiertes Eigentum und etwas anders als hier, habe ich auch so erfahren. Aber immer ist irgendwo das Gleiche. Also die Stimmung und die Menschen sind überall, denke ich mal, so relativ gleich. Aber was gibt es hier denn so für Regeln, an die man sich eigentlich so halten muss? Wenn es eigentlich gar keine Regeln gibt, ist ja meistens Anarchie oder sowas, aber eigentlich hier funktioniert das ja relativ gut. Oder was hier gibt es für Regeln, an die man sich halten muss? Oder unausgesprochene Regeln? Es gibt so klare Regeln, die eigentlich jedem bewusst sein sollten, wenn man hierher kommt. Das ist Andalusien, es ist eine der trockensten Regionen hier in Spanien und hier ist mächtig viel Sonne. Natürlich sollte man dann auch ein Feuer vermeiden. Ja. Ja, demnach kochen die meisten hier wirklich dann auch mit Gas und ja, soweit ich weiß, war jetzt die letzten anderthalb Jahre hier kein Waldbrand mehr und das sollte eigentlich auch so sein und bleiben. Ja, das ist unschön, wenn hier mal was brennt. Ja, und Alkohol eben. Alkohol ist verboten, ja, Feuer ist verboten. Also früher war das auf jeden Fall so. Man sieht immer wieder mal Leute, aber eigentlich hieß es immer, dass Alkohol innerhalb oder außerhalb des Parkingbereichs in Benefizio-Reihen so eigentlich nicht gestattet sein sollte. Also eigentlich nur auf dem Parking. Auf dem Parking, genau. Parking ist quasi der Ort unten, wo die Leute ihre Autos parken und da dann gewisse Menschen dann auch hausieren. Genau, die leben in ihren Wohnwegen teilweise da unten oder haben sich kleine Hütten hingebaut. Immer unterschiedlich. Ja, nice. Nice. Ja, also ich von mir kann sagen, ich bin echt beeindruckt von Benefizio. Ich habe hier echt viele verschiedene Charaktere kennengelernt. Habe auch nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera quasi mal aus, wo die war, viele Gespräche geführt und es hört sich immer so ein bisschen das Gleiche raus. Die Leute wollen ihre Ruhe haben, die Leute wollen ihren Frieden finden, die wollen raus aus dem System. Viele nennen das hier auch Babylon, das babylonische System oder sowas. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, im letzten Interview mit Sebastian schon mal kurz erklärt. Also wir nennen das außerhalb Babylon. Außerhalb Babylon. Das ist außerhalb von hier, ist es Babylon. Wenn wir jetzt in die Stadt untergehen, dann sollten wir zum Beispiel nach Babylon. Hier nicht. Da, bitte? Wo man alles kriegt. Hier nicht. Hier nicht? Nee, hier nicht. Das ist ja, das Babylon ist ja die Außenwelt. Babylon das ist da draußen. Das System ist Babylon. Ja, genau, das System ist Babylon. Ja, ja. Gut, dann habe ich das doch verstanden. Darum gehen wir ja hierher. Richtig. Oder viele. Wenn wir nach Orchiva gehen, gehen wir runter nach Babylon. Ja, richtig. Genau. Ja. Ja, nice. Ja, fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne sagen möchtest? Auch vielleicht mir gegenüber, wie du das so aufgefasst hast, meine Zeit hier als Mensch. Ja, du warst auf jeden Fall ein cooler Zeitgenosse. Auf jeden Fall. Gerne, jeden Tag. Kam mit Kaffee hier hoch. Wow. Macht aber nicht jeder. Ja. Ah ja, ansonsten. Ja. Ich wünsche dir natürlich auch, du möchtest ja weiterreisen. Ja. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Spaß. Vielleicht trifft man sich da draußen noch woanders, ne? Ich denke schon. Man trifft sich ja immer öfters im Leben. Besonders wenn Leute sich mögen, ist das Gesetz der Resonanz, dass die Leute sich immer ein- oder zweimal treffen. Das ist ein super cooles Gesetz, was wirklich meiner Meinung nach real ist und auch funktioniert. Und in der heutigen Welt mit den Social Media, da kann man sich auch mal so kontakten. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja? Ja? Also du warst eine zu kurze Zeit hier, um das ganze, also richtige Leben herzuerfahren. Ja. Das war auch bei mir, ich war auch nicht so lange hier. Ja. Ja, das wollte ich nicht sagen. Ja. Da habe ich mich auch gehört, man braucht hier echt mindestens, glaube ich, einen Monat, allein in Benefizio, um alles Mögliche kennenzulernen. Ich bin hier Wege gegangen, da habe ich jeden Tag was Neues gefunden. Auch vorhin war ich mit dem Wäsche waschen und da oben wieder ein neuer Spot gefunden, wo man chillen kann und was total nice ist, wo man sich eventuell eine kleine Hütte hinbauen kann. Das ist einfach unglaublich. Also für meine Zeit, wo ich jetzt hier war, nehme ich auf jeden Fall gute Freundschaften mit. Freundschaften, in denen man sich in Deutschland nochmal trifft, eine Runde zu angeln. Ja. Freundschaften, in denen man vielleicht in der Schweiz mal eine Runde Ski fährt. Ja, fix. Ne? Oder wenn man sich außerhalb am Struggling ist, am Traveln ist, dass man sich da trifft. Und wenn man mal ein Lied schreiben möchte, ne? Oder mal ein Lied schreiben möchte, genau. Das heißt, auch wenn er echt gute Beats braucht, das ist der Mann. Definitiv. Apropos Beats. Du hast auch ein Beat gemacht. Heute oder gestern? Gestern habe ich dann angefangen, heute weitergemacht. Heute weitergemacht, gucken, den ich vielleicht für meinen YouTube-Kanal benutzen kann. Das muss noch kurz laden.
Mal kurz lernen, alles klar. Gut, auch wieder überall Hunde hier. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Reise und für das Ziel meiner Reise hierher zu kommen auch, um Benefizio kennenzulernen. Ich habe es im Internet auch gesehen und verschiedene Zeitungsartikel, die Welt hat zum Beispiel auch einen Artikel geschrieben, eher so ein bisschen negativ. Deswegen denke ich, dass meine Doku, die ich über Benefizio mache, eher positiv ist. Das heißt, ich habe die Leute hier kennengelernt, ich habe euch ein paar Spots gezeigt, wo man einen schönen Wasserfall hat, wo man eine frische Quelle hat. Und das ist einfach hier echt auch viel Natur. Hier stehen im Gegensatz zum Rest von Spanien relativ viele Bäume auch. Ich bin durch ganz Spanien gefahren teilweise, von Madrid bis runter, da waren es nicht so viele Bäume. Nordspanien ist noch richtig Naturreservoir, da ist es noch richtig viel, da ist noch ein Urwald, quasi ein Wald, der nicht geforstet wurde in den letzten, glaube ich, 500 oder 600 Jahren, also schon seit Ewigkeiten immer existiert. Habe ich dieses Mal auf meiner Reise nicht geschafft, wird ein Grund wieder herzukommen nach Spanien, um auf jeden Fall das Naturreservoir oben bei den Pyrenäen nochmal kennenzulernen. Das Urselin-Kloster lohnt sich auch mal anzusehen. Bitte? Das Urselin-Kloster lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzusehen. Das ist gar nicht weit von hier, wir waren letztens erst oben. Das ist, ey, wow. Nice. Gehst echt erst sehr weit hoch. Und du hast so einen Wahnsinnsausblick über die ganze Landschaft in Alpe Putara. Oh, nice. Es ist ein sehr, sehr offener Tempel. Also man kann sich das nicht als Tempel vorstellen. Es sind so einzelne Spots immer wieder und Wegverzeichnungen, wo man dann so langläuft und ganz weit oben kommen dann so ein paar aus Stein gebaute Joten, wo die Leute dann leben. Aber an sich, wenn man da hochgeht, hat man die absolute Ruhe. Also so eine Stille hast du hier selten, wenn man da oben hat. Das lohnt sich. Also auf jeden Fall schon mal zwei Spots, die ich definitiv auf meiner nächsten Spanienreise mir angucken werde. Ja, wunderbar. Schauen wir mal, ob's. Schauen wir mal, ob der Beat jetzt geladen hat. Ja, natürlich. Genießt diesen Beat. Gerne vorbeischauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Interview. Ich bedanke mich bei dir. Ja. Roman. Roman. Was, hier, gib mal Faust. Ja, gib mal ein Köpfchen. Übrigens, Salbei zu inhalieren ist die beste Methode, um gesund zu werden. Genau. Salbei ist immer der Wahnsinn. Salbei ist immer der Wahnsinn. Ja, Mann. Ich verstehe auch an dir. Wir sehen uns, ich habe noch ein paar coole Pics von dem Denada. Denada. Von dem Garten von Marlon und Sebastian. Schick dir! Komm halt Impression, nochmal einen Ablauf rein. Ich sag auf Wiedersehen. Für das Interview, vielen Dank. Kann ich auch die Fernbedienung benutzen hier, ne? Boah, jetzt muss ich nicht mit dem Kiff aussehen. Bonbon? Du hast einen Kiff.
in Orchwa, hoch zum Kreisel, dann rechts lang, Straße hoch, erste Straße links. Esta! Esta! Ja, ja! Esta, aquí, aquí! Hey Jungs, war eine geile Zeit. Jetzt geht's zum Bus, jetzt geht's weiter. Sicky, no. Sicky. Ja, das war auch schon ein weiteres interessantes Interview mit Roman. Vielen Dank nochmal, Roman. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und es ist auch das Ende meiner Videoreihe aus Beneficio aus Südspanien, dem Ort für Aussteiger. Ich hoffe, euch hat das Interview, die Videos, die Location, die Orte gefallen, die ich euch zeigen konnte. Und ihr konntet ein paar schöne Informationen, schöne Bilder und schöne Eindrücke aus meiner Dokumentation mitnehmen. Auch an dich, Kevin, nochmal. Kevin, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview, für dein Gespräch. Sebastian, du bist ein cooler Typ. Sebo, auch an dich nochmal vielen, vielen Dank für das Interview und auch vielen Dank an alle anderen, die ich da kennenlernen durfte und für die Zeit, die ich da verbringen konnte. Ja, ich vermisse euch jetzt schon, ich will am liebsten sofort wieder zurückstruggeln, aber ich werde euch auf jeden Fall wieder besuchen kommen. Ich würde sagen, abonniert den Kanal von Roman und auch den Kanal von mir und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis zum nächsten Mal, euer Toni.